liebe Tech-Nerds, willkommen back auf dem Channel und zurück zu einem neuen Video. Heute gibt's mal wieder fett was auf die Glotzer, denn LG hat mir einen neuen Monitor geschickt. Denn ihr wisst ja, ich fummel gerne an meinem Monitor-Setup rum. Und die haben mir den 27GN950 geschickt. Das sieht so aus. Na, hier ist der drin. Den packen wir jetzt mal aus und dann bauen wir den auf und checken den mal aus. Der LG 27GN950 ist außerdem weltweit der erste IPS-Gaming-Monitor mit 4K-Auflösung und einer Reaktionszeit von einer Millisekunde G2G, also Gray to Gray. Und das im Zusammenspiel mit 144 Hertz ist schon richtig fett. Natürlich braucht man auch immer Karten, die Power liefern können, 4K-Games auf 144 Hertz zum Laufen zu bringen. Aber mit der neuen Nvidia-Reihe der 30er-Generation wird das bestimmt kein Problem werden. Also zumindest, wenn man sich eine 3090 kauft, kostet ja nichts. 1,7 oder so, pff. Peanuts. Ist schon ein krasser Preis, ey. Aber ist auch heftige Leistung, ist auch geil. Abgesehen davon, dass der 27GN950 extrem minimalistisch und wirklich ziemlich fett und cool aussieht, ist vom Look und Design her das gleiche wie bei diesem Ultra-Wide, den wir uns mal angeschaut haben. Dazu hier in der Infocard mehr, also entweder hier in der Ecke oder in der Ecke. Ne, alles in schwarz auf der Rückseite mit diesen roten Lüftungsschlitzen und dem LED-Ring. Also sieht extrem cool aus, hat ja auch ziemlich nice Features. 5 Hauptfeatures machen diesen Monitor sehr geil. Angefangen mit G-Sync, das heißt Tearing wird vermieden, wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt. Zweitens, 144 Hertz sorgt für super smoothes Gameplay. Da eine kleine Besonderheit, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Drittens, eine Millisekunde Reaktionszeit, auch zum Zocken sehr nice. Viertens, HDR, heißt, wenn ihr ein Spiel oder einen Film schaut, was HDR unterstützt, brillante Farben, sieht alles sehr, sehr nice aus. Und fünftens, es ist ein Nano-IPS-Panel, was zum Beispiel den Betrachtungswinkel auch nochmal geiler macht. Also 5 Sachen, die diesen Monitor auf jeden Fall ziemlich nice machen. Wie eben schon angesprochen, der Monitor kann 144 Hertz. Ehrlich gesagt kann der Monitor sogar 160 Hertz, wenn ihr ihn übertaktet. Dazu muss man aber sagen, ihr braucht eine Grafikkarte mit DSC, also Digital Stream Compression. Das ist irgendwie so eine Technologie, die das unterstützen muss, damit das überhaupt funktioniert. Ich habe eine GTX 1080 Ti und die hat diese Funktion, dieses DSC, noch nicht. Das heißt, ich kann maximal 120 Hertz zocken, was natürlich auch ziemlich geil ist. Aber wenn ihr 144 Hertz haben wollt, das fängt, soweit ich das jetzt gelesen und verstanden habe, erst ab der 20er-Reihe an von Nvidia. Denn die haben diese DSC-Funktion. Ab da könnt ihr 144 Hertz oder halt eben auch noch übertakten, um auf 160 Hertz zu kommen. Ist auf jeden Fall eine sehr wichtige und nice Info. Denn ich dachte halt auch, 144 Hertz, super geil. Und dann dachte ich so, okay, ich kann es irgendwie nicht aktivieren, keine Ahnung. Wieso 120, mehr geht nicht. Aber das liegt einfach an der Karte. Die muss DSC, Digital Stream Compression, unterstützen. Sonst funktioniert das nicht. Was ich bei der Ultra G-Reihe richtig fett finde, ist dieser LED-Ring auf der Rückseite. Das hatte ich ja auch schon bei diesem Ultra-Wide-Curve-Monitor. Auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, aber wenn man, gerade wenn man abends oder nachts irgendwie eine Session macht am Zocken oder am Arbeiten oder was auch immer ist und um den Monitor herum alles super dunkel ist und der Monitor selber aber relativ hell, ist das für das Auge tatsächlich sehr anstrengend, sich darauf zu konzentrieren. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, ich weiß, der Monitor hat auch RGB-Beleuchtung und dass der Ring in abwechselnder Beleuchtungsfarbe und so richtig am Durchdrehen ist, das ist für das Auge sehr anstrengend. Stellt den einfach auf weiß, so dass der Hintergrund, also eure Wand dahinter, einfach angestrahlt wird und schon ist das für das Auge wesentlich angenehmer, sich darauf zu konzentrieren und auch darauf zu fokussieren. Wie eben schon angesprochen, kommen wir noch mal kurz auf G-Sync zu sprechen. G-Sync synchronisiert die Bildausgabe des Monitors mit der Ausgabe der Grafikkarte. Dadurch soll Screen-Tearing oder halt eben auch Ruckler vermieden werden. Screen-Tearing ist so, wenn ihr zum Beispiel schnell links und rechts, ne, mit der Maus hin und her wischt, dass so Linien sich bilden und sich so überschneiden. Das sieht dann so ein bisschen komisch aus. Und dafür ist G-Sync nämlich genau das Richtige, um, wie gesagt, die Grafikkarte mit der Monitorausgabe zu synchronisieren, dass das nämlich eliminiert wird. Und deshalb ist G-Sync auch einfach ziemlich nice. Wichtig hierbei zu wissen, G-Sync wurde von Nvidia entwickelt und funktioniert auch nur mit Nvidia-Karten. Und wenn ihr keine Nvidia-Karte habt, um G-Sync zu nutzen, dieser Monitor hat auch AMD FreeSync Premium eingebaut, das heißt, dann könnt ihr das Ganze mit eurer AMD-Karte nutzen. Aber googelt mal ein bisschen, dann kann man sich da noch ein bisschen mehr reinlesen, das ist jetzt wirklich nur so oberflächlich angekratzt. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und eine sehr geile Technologie. Was ich auf jeden Fall sagen kann, also die Farben auf dem Monitor sehen sehr, sehr geil aus, vor allen Dingen, wenn man HDR-Zeug oder sowas schaut. Zocken mit 144 Hertz ist einfach unfassbar nice. Okay, meine Karte kann die 144
60 Hertz nicht liefern, weil es diese DSC-Funktion nicht hat. Aber auch 120 Hertz, weil, ne, wie eben oder vorhin schon gesagt, man braucht ja auch eine Karte, die überhaupt erstmal die Power liefern kann, ein Spiel in UHD-Auflösung, also oder 4K, wie auch immer, mit 144 Hertz zum Laufen zu bringen. Das ist schon fett. Also 120 Hertz ist auch schon sehr geil. Macht auf jeden Fall Laune, damit zu zocken, weil sich alles einfach unfassbar smooth anfühlt. Was für Monitore habt ihr? Auch schon Monitore mit 144 Hertz oder 4K oder beides? Oder wie seid ihr unterwegs? 27 Zoll Größe, ultra-wide, curved oder... Also schreibt das mal in die Kommentare. Mich würde so ein bisschen interessieren, wie eure Setups aussehen. Vielleicht kann man ja irgendwann mal ja, auf Twitter oder sowas sich mal so ein paar Bilder von euren Setups reinziehen und da mal drüber sprechen. Wird, glaube ich, auch eine interessante Geschichte. Kommen wir nochmal zu den Anschlüssen von dem Monitor. Wenn man auf der Rückseite mal schaut, der Monitor hat zweimal HDMI, einmal DisplayPort 1.4, USB 3.0 hat er zweimal und einen Kopfhörerausgang. Obwohl ich den 27G950 jetzt gerade an der Wand montiert habe, wird auch ein Standfuß mitgeliefert. Und ihr könnt den Monitor wirklich ergonomisch problemlos hoch und runter schieben. Ihr könnt den Monitor auch drehen, um den quasi in den Porträtmodus zu bringen, so wie die links und rechts hier die beiden Monitore sind. Das ist hier quasi jetzt das ultimative Triple 27 Zoll Monitor Setup. Und man kann diesen Monitor wirklich verstellen, so wie man fröhlich ist. Auf der Rückseite habt ihr noch so einen kleinen Haken, wo ihr dann noch so Kabel reinklemmen könnt. Also kann man auch so die Kabel ein bisschen aus dem Weg bringen. Im Lieferumfang ist natürlich nicht nur der Monitor enthalten, sondern ihr bekommt auch direkt Kabel dazu, um das Ganze anzuschließen und auch direkt nutzen zu können. Also HDMI-Kabel, DisplayPort, Netzteil, so solche Geschichten. Das heißt, ihr seid direkt good to go, um das Ding zu nutzen und sofort loszulegen und echt fett abzuzocken. Abschließend kann man sagen, der Monitor sieht wirklich ziemlich fett aus, ist fast nahezu randlos, also bis auf der Unterseite. Da ist er ein bisschen dicker, weil vermutlich da irgendwelche Technik drin steckt. Der Monitor hat genug Anschlussmöglichkeiten. Ihr habt 144 Hertz, HDR, 1 Millisekunde Reaktionszeit, G2G, also Gray to Gray. Was hat er noch? Nano IPS Panel, G-Sync. Ist ein richtig fettes Teil. Wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, schaut in die Beschreibung, da ist nochmal ein Link dazu. Wenn ihr andere Fragen habt, die ich euch vielleicht direkt beantworten kann, schreibt die unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt cool, bis dahin, ciao.